Für den Baumeiner CNC Version 3.2 sind sehr viele Eisenprofile zurechtzuschneiden. Um mir diese Arbeit zu erleichtern, habe ich einen kleinen Helfer zusammengebastelt. Die Mechanik besteht im Wesentlichen aus Stücken eines Aluprofils der Abmessungen 40×40 mm, verschraubt auf einer 19 mm Spanplatte. Die zu bearbeitenden Vierkantrohre werden mit einer Schraube fixiert. An den Kanten des Aluprofils befinden sich kleine Stücke Flacheisen, von diesen wird das Sägeblatt geführt. Die Längenmessung erfolgt elektronisch, dabei wird über zwei Gabellichtschranken ein Sensorrad abgetastet. Das Sensorrad ist aus Papier ausgeschnitten und anschließend mit Farbe versiegelt worden. Die Zähne werden durch transparentes Klebeband geschützt. Und zwar von beiden Seiten. Die Zahnbreite des Sensorrades muss an die Abmessung der Gabellichtschranken, die zur Abtastung der Scheibe verwendet werden, angepasst werden. Bei dem hier verwendeten Typ beträgt die Breite der Sensorfläche in dem Schlitz 1 mm. Bauartbedingt sind die Mittelachsen der beiden Schlitze 6 mm voneinander entfernt, wenn die Sensoren Seite an Seite angeordnet sind, was die einfachste Art der Befestigung ermöglicht. Wie in einem vorherigen Video zu Rotationssensoren gezeigt, muss die Zahnbreite auf den Abstand der Sensoren abgestimmt sein. Der Abstand der beiden Gabellichtschranken muss dabei einem ganzzahligen Vielfachen der Zahn plus Lückebreite plus oder minus einer halben Zahnbreite entsprechen. Ist wie hier der Abstand der Sensoren mit 6 mm vorgegeben, so ergibt sich im Umkehrschluss eine minimale Zahnbreite von 2,4 mm. Um etwas größere Toleranzen beim Schneiden der Sensorscheibe zu haben, bin ich auf einen höheren Wert von 4 mm gegangen, der die Bedingung ebenfalls erfüllt. Wie viele Zähne die Sensorscheibe haben muss, hängt von der gewünschten Auflösung ab. Die Achse der Sensorscheibe besteht aus einem 2,5 mm Nagel. Dieser wurde mit Hilfe einer Ständerbohrmaschine und einer Feile auf beiden Seiten angespitzt. Auf diesen Nagel habe ich ein Stück eines Gummischlauchs geschoben, der Schlauch wird normalerweise als Spritleitung für Modellmotoren verwendet. Mittels Epoxidharz wird die Sensorscheibe auf der Achse verklebt. Gelagert ist die Achse zwischen zwei Stücken Flacheisen. Der Druck auf die Achse muss dabei über die M6er Gewindestangen so eingestellt werden, dass kein Spiel festzustellen ist ...sich die Sensorscheibe dabei aber noch ausreichend leichtgängig dreht. Die Baugruppe mit dem Sensorrad ist federnd an der Sägevorrichtung befestigt. Die gummiumhüllte Achse rollt auf dem abzumessenden Vierkantrohr. Dabei muss die Achse so stark auf die Oberfläche des Vierkantrohrs gepresst werden, dass kein Schlupf festzustellen ist. Mit dem Gummischlauch beträgt der Durchmesser der Achse 6 mm. Der Umfang entspricht somit etwa 18 mm. Um eine Auflösung von weniger als 0,2 mm zu erhalten, werden mehr als 100 Pulse pro Umdrehung benötigt. Die von mir gefertigte Sensorscheibe besitzt 36 Zähne, also werden mit zwei Gabellichtschranken 144 Pulse pro Umdrehung erzeugt. Die rechnerische Auflösung beträgt somit etwa 0,13 mm
Unter Berücksichtigung der in der Praxis vorhandenen Ungenauigkeiten in der Mechanik sind etwa 0,5 mm ein realistischer Wert. Kleine Abdeckungen aus transparentem Plastik sorgen dafür, dass sich der Schlitz der Gabellichtschranke nicht mit Staubpartikeln zusetzt. Gezählt werden die Pulse von einem Arduino Uno, der diese auf einem LCD-Bildschirm anzeigt. Der Arduino kann nur eine begrenzte Zahl Pulse pro Sekunde verarbeiten. Ob Pulse ausgelassen werden, lässt sich mit einem einfachen Experiment prüfen. Ein Zahn auf der Sensorscheibe wird markiert. Nun wird das Vierkantrohr schnell nach rechts und langsam wieder zurück nach links bewegt. Ist der Zähler auf 0, so sollte sich der markierte Zahn wieder auf der Ausgangsposition befinden. Wie hier zu sehen, ist das nicht der Fall, das Vierkantrohr wurde zu schnell bewegt. Eine Gummirolle aus einem alten Drucker auf einer Gewindestange ermöglicht es, das Vierkantrohr gleichförmig mit einer nicht zu hohen Geschwindigkeit zu bewegen. Wird an dem Rad gefühlvoll gedreht, so werden keine Zählpulse ausgelassen. Dementsprechend ist der markierte Zahn wieder an der Ausgangsposition, wenn der Zählerstand 0 erreicht ist. Geeicht wird die Einheit, indem das Vierkantrohr um eine zuvor abgemessene Strecke verschoben wird, hier sind das 40 cm. Sind die Zählpulse bekannt, kann der Umrechnungsfaktor ermittelt werden. Über zwei Taster, die ebenfalls einem alten Drucker entnommen wurden, kann die Anzeige auf 0 gestellt werden. Wird nur der linke Taster gedrückt, so zählt der Arduino in 0,1 mm Schritten hoch, beim Drücken auf den rechten Taster in 0,1 mm Schritten herunter. Damit kann ein Wert vorgegeben werden und der Arduino zählt anschließend auf 0 herunter. Nicht nur das Ablängen der Vierkantrohre wird mit dem Helferlein vereinfacht, sondern auch das exakte Setzen von Bohrungen wird extrem erleichtert. Ist die Vorrichtung so am Tisch der Ständerbohrmaschine befestigt, dass die Bohrung auf der Mittelachse des Vierkantrohres erfolgt, muss nur noch der Abstand gemessen werden. Für den Rahmen meiner CNC Version 3.2 müssen sehr viele Bohrungen gesetzt werden und mit dem elektronischen Zollstock spare ich enorm viel Zeit. Den Schaltplan für die Verkabelung und die Software zu diesem Helferlein gibt's auf meiner Projektseite als kostenlosen Download. Das Projekt ist Teil meiner Serie zu Physical Computing. Wer mich in meinem Bemühen, diese Serie rund um Eigenbauperipherie weiter auszubauen, unterstützen möchte, findet auf meinen Seiten auch dazu weitere Infos. Vielen Dank an alle bisherigen Spender! In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald!